Als Scooters erste Single Hyper Hyper rauskam, dachte niemand, dass sich die drei Hamburger als wahres Chartswunder entpuppen würden. Mittlerweile produzieren sie im eigenen Studio und sind nun mit neuem Album und neuer Single zurück. Die letzten 5 Monate waren wir eigentlich unentwegt im Studio. Mit kurzen Unterbrechungen haben das neue Album Back to the Heavyweight Jam fertiggestellt. Kommt Ende September raus. Ist brandgefährlich. Vorbote ist ja Faster, Harder, Scooter, die Single. Ja, und ansonsten geht's uns gut. Wir hatten erst das Riff und die Harmonien. Und da haben wir überlegt, was nehmen wir mal als Titel. Man hat ja nicht jeden Tag solche Ideen wie How Much Is The Fish. Faster! Harder! Scooter! Yes! Im Gegensatz zum letzten Album ist Back to the Heavyweight Jam noch schneller und härter geworden. Doch diese Härte ist keine Lebenseinstellung. Privat lassen es Scooter ein wenig ruhiger angehen. Zumindest was unsere Musik angeht und wenn wir so auf Party ja, unterwegs sind. Ist das schon ein bisschen das härtere Programm. Natürlich, wenn wir zu Hause sind, ist es auch ein bisschen ruhiger. Ja gut, ich wasche auch mal ab oder fütter mal den Hund. Ja, ich glaube, zu Hause bin ich nicht ganz so hart, aber man braucht ja auch seine Reserven für die Bühne. Faster, harder, Scooter, ja, das ist bei uns schon so unsere Lebenseinstellung. Wir sind schneller, wir sind härter, Scooter sind wir auch. Ja, wir haben einfach Bock und Spaß und so ist es. Fürs Video zu Faster, Harder, Scooter hieß es ab in die Wüste. Drehort waren die sandigen Hügel in der Nähe von Kapstadt, die den Jungs die optimale Möglichkeit boten, das Kind im Manne ausleben zu lassen. Ja, das war mega. Wir sind ja mit diesen Buggys da rumgekachelt. Axel war ja unfähig, der hat sich ja gleich beim ersten Hügel überschlagen. Ja. Aber das hat echt Spaß gemacht, war gut. Bei Rick war es so, er hat ja keinen Führerschein, saß in dem Buggy, der erste Gang war drin, er fährt los. Er fährt und gibt Vollgas und fährt und fährt und schaltet aber nicht, weil er wusste wohl nicht, dass man auch schalten kann. Und der Typ, dem der Buggy gehört, der ist bald Amok gelaufen. He's blowing the engine, und man hörte nur... Nach etlichen Top-10-Hits behalten die drei Jungs aus Hamburg auch weiterhin ihren powergeladenen Stil bei. Dabei steht die Musik im Gegensatz zum Text ganz klar im Vordergrund. Doch der Erfolg gibt ihnen recht. Yeah! Ja, und unsere Songs haben wir jetzt nicht so die großen inhaltlichen Doch. Werte. Doch! Wir sprechen immer über uns. Wir sind alle sehr narzisstisch, also selbstverliebt. Und deswegen handeln die meisten Texte auch so von uns. Von Scooter, von dem Leben, von dem großen Peter und... Yes, I'm Dave. Dave from Sheffield. You can call me Ice. Ice, Ice, Baby. Scooters Tour startet in den baltischen Staaten und ab Januar nächsten Jahres sind die Jungs dann in heimischen Gefilden unterwegs, wo ihr dann bei hohen Beats per Minute Zahlen mitrocken könnt. We're getting faster! Harder! Scooter!